Da gibt es jetzt eine kleine Pause, weil wir den hier mähen. So, noch eine letzte Reihe, die jetzt noch oben ist. Dann sind wir fertig. Wappi macht jetzt die letzte Plakette noch. Yeah! Jubel! Juhu! Also, da ist... Gestern war ich auswärts am Arbeiten. Auf dem Betrieb, wo ich bis Ende letztes Jahr für ein bisschen mehr als ein Jahr am Arbeiten war. Und zwar geht unsere Familie ab dem Freitag für ein bisschen mehr als eine Woche in die Ferien. Und dann darf ich den Betrieb dort führen. Sie haben Legehennen, 18'000, also das Maximum, was man in der Schweiz haben kann. Freilandhaltung. Dann haben sie Ackerbau, etwa, ich glaube um die 70 Hektar sind es mittlerweile. Und ja, dann tue ich nächste Woche bewirtschaften, beziehungsweise halt einfach den Tier schauen, den Stall machen. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar Arbeiten zu machen auf dem Acker. Und diese Woche tun wir jetzt noch hier Käsedach abdecken. Wir haben vor der Pause haben wir schon mal angefangen. Wir haben schon die erste Reihe abgenommen. Ihr werdet nachher sehen, dass wir mit der gleichen Maschine, mit der wir sie ungetan haben, sie auch abnehmen. Und jetzt tue ich hier zuerst noch die Plakette lösen. Hier. Die hier. Die mache ich hier mit den Stelzen. Und dann kommen die anderen noch wieder und dann nehmen wir mit der Maschine das vierte die Folie abnehmen. Meine Eltern und meine Schwester helfen auch noch mit. Und die Woche tun wir unter Umständen noch heuen. Kommt jetzt noch ein bisschen aufs Wetter drauf an. Eine Woche hat vielleicht wieder Regen, ist noch nicht ganz sicher. Aber ja, ich denke, die Woche wird sicher spannend. Vor allem dann auch nächste Woche, wie gesagt, mal ein paar Acker arbeiten. Da bei uns im Betrieb gibt es halt auch nicht zu sehen, weil wir ja keinen Ackerbau haben. Aber ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Vergnügen beim Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
beim Krise-Abdecken haben wir jetzt gut die Hälfte gemacht. Da gibt es jetzt eine kleine Pause, weil wir heute mähen. Hier der Stück zum Beispiel. Und da unten. Da oben fängt jetzt der Großvater an mit dem Carrara und mit dem Mähwerk. Und ich kann mit dem noch weiter hinten. Dort hat es auch noch mal ein Stück, das man mäht. Das ist der dritte Schnitt. Und ja, es ist ja eben. Es ist noch schönes Wetter angesagt. Das heisst, wir können wahrscheinlich heuen. Oder das Ziel ist, dass wir heuen können. Mal schauen, je nachdem, wenn es mal wieder kommt, regnen. Ich hoffe es nicht. Also nach Wetter bricht es nichts. Heute Morgen hatte ich einen Unterricht, aber es hat noch nichts geregnet. Das ist ein gutes Problem. Hier können wir jetzt gerade schon anfangen zu mähen. Es ist noch Woche. Dann der Vater wird noch mit dem Motormäher die Pferde mähen. Die, die noch nicht sind, dort, wo es steil wird. Steil ist. Und genau. Und nachher, wenn wir fertig sind mit dem Mähen, machen wir dann weiter beim Abdecken. Ich habe sogar noch die Schnitttiefe kontrolliert. Ich glaube, ich stelle noch ein bisschen tiefer. Sonst sieht es eigentlich gut aus hier. Hat jetzt nicht mega viel Futter, aber hat sicher einen guten Gehalt, denke ich. Und auch gut aussieht hier die gelb-grünen Farben. Also für die Landwirtschaft sind auch die schönsten Farben. Und das ist mit dem Grund, wieso ich John Deere die beste Marke finde. Ah, und ja, und die Sonnenblumen, finde ich, sehen auch ganz schön aus. Ich bin so froh, jetzt hier noch rot zwischen drin. Da wäre doch einfach nur schade. Nein, ist nicht so ernst gemeint, es ist nur ein Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat. Vorher ist noch ein Mäusebus durchgeflogen. Und dort unten dran irgendwas zu greifen gehabt. Und wahrscheinlich war es ein Blindschleicher. Im ersten Moment habe ich gedacht, jo, weil du dort gefangen hast, Schlange, oder was? Nein, als ob du jetzt eine Schlange gefangen hast. Aber ich glaube, es war ein Blindschleicher. Okay. Er ist gerade hier vorne durchgeflogen. So machen wir das nächste Stück. Großvater ist da oben dran. Er macht das da noch fertig. Und ich mache jetzt da unten noch.
Also der Grossvater hat jetzt gar noch gesagt, der Papi ist schon mit dem Motormeier unterwegs und dem Motormeier ist jetzt schon mal etwas kaputt gegangen. Darum tut er jetzt möglichst viel mit dem Ferraro am Hang meien. Ja, weiß auch nicht, was kaputt ist beim Motormeier. Ich glaube, der Papi ist jetzt am Abklären. Ich glaube, der Grossvater hat jetzt gesagt, wir könnten noch einen haben von mich. Jetzt sind da meien. Er weiß jetzt auch nicht, was er macht. Aber ich mache jetzt erst mal da weiter. Jetzt wieder mal nötig, um die Äste abzuhauen. Oh, beim letzten Ast hat es den Spiegel noch umgeknickt. Mann. Der Grossvater und ich sind jetzt noch am letzten Stück dran. Da unten ist auch schon fertig. Und nachher, wenn wir da fertig sind, machen wir dann weiter bei der Fliesenabdeckung, dass wir die auch noch abnehmen können. Schauen wir, dass wir dort noch ein bisschen vorwärts kommen. So, noch eine letzte Reihe, die jetzt noch oben ist. Dann sind wir fertig. So, Wappi macht jetzt noch die letzte Plakette noch. Yeah! Jubel! Juhu! Also das war die letzte Reihe. Jetzt die noch aufrollen und dann sind wir fertig. Du machst extra noch auf? Ja. Ah, super. Jetzt können wir noch mal runterschauen. Schöne Aussicht genießen. Oh! Jetzt fehlt der Sonnenschirm da oben noch. Das wäre jetzt noch gäbig, oder? Jetzt können wir so zum Pool anfahren und nach innen runter. Ja, danke. Also jetzt, wo das Dach unten ist, sind wir wirklich fertig. Jetzt können wir abschliessen mit der Käseernte. Das heisst aber nicht, dass wir jetzt fertig sind mit Arbeiten, weil jetzt ist gleich noch einiges los. Das Stroh sollte noch gepresst werden, fertig. Da haben wir ja erst 5 Ballen am letzten Sonntag gepresst. Und da kommt er jetzt morgen pressen. Da müssen wir jetzt einfach noch mal mädeln, frisch mädeln. Und dann das Heu ist am Trocknen. Das hat jetzt heute Nachmittag, wo wir am Abdecken waren, oder die Folie am Abnehmen waren, hat auch der Grossvater gezettet. Da tun wir dann am Wochenende pressen, Heuballen machen. Und ja, was halt noch dazu kommt, ich bin ab morgen, ich weiß nicht, habe ich das Anfangsvideo gesagt? Ich glaube, ich habe das Anfangsvideo gesagt. Ab morgen bin ich auswärts am Arbeiten.
eben auf dem Betrieb, wo ich bis Ende letztes Jahr am Arbeiten war. Das heisst, ich bin meistens nicht rum. Je nachdem, je nach Arbeit, komme ich zwischen dem Stall wieder heim. Aber da weiss ich noch nicht genau, da schauen wir vor zuschauen, je nachdem. Weil eigentlich, wir haben gleich auch nur einen Traktor und der Papi und der Großvater könnten ja auch fahren. Darum wahrscheinlich morgen komme ich nicht heim, aber vielleicht am Samstag zum Strohball heimführen und so. Weiss es noch nicht. Heute ist ja erst Donnerstag, aber ich habe mich entschlossen oder entschieden, dass ich das Video jetzt gleich schon beende. Und ab morgen, ab dann, wenn ich auf dem nächsten Betrieb bin, da kommt dann im nächsten Vlog. Und weil es nächste Woche wahrscheinlich auch genug Videomaterial gibt, werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche wieder zwei Vlogs machen, wie diese Woche auch schon. Das heisst, der Vlog kommt jetzt am Sonntag, normal am 5 Uhr. Und der andere wird wahrscheinlich, wenn es lange jetzt vom Schneiden und allem, Mitte nächste Woche kommen. Und dann sonst Ende nächste Woche wieder gewohnt wie am Sonntag. Ja. Das habe ich nicht mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal.